Sie zum Beispiel diese Biological Passport, diese Aufzeichnung dazu geführt hat, dass man ihn zum Beispiel besonders dann auch Augenmerk legt. Ne? Das ist ja auch, was ich vorher gesagt habe, dass diese langmodulinaren Studien durchaus dazu geeignet sind, um da Auffälligkeiten im Profil zu sehen und dann halt dort verstärkt zu testen. Dass es dann gerade während der Tour de France war und nur eher an der zweiten Bilder, wo natürlich so viel lang das passiert ist. Aber so das ist dann der Trugschluss der Sportler auch, dass man sich die Auffälligkeiten nicht sieht. Also, was kostet eine Dopingkontrolle? Ist immer die einfachste Variante, eine Urinkontrolle, aus der rund 95% aller, also von der Oberseite nachweisbar sind, alle verbotenen Substanzen, kostet die einfachste Variante 120 Euro. Die Trainingskontrolle, die Wettkampfkontrolle, weil es ein paar mehr Substanzen sind, 170 Euro, das geht aber auch mit in der Blut, in Serum, Vollblutanalysen, auch bis zu 1000 Euro. Pro Kontrolle, ja. Das ist vielleicht auch etwas, was man dazu sagen muss, wenn man das über den normalen Sportart machen kann, weil schütteln einfach die Finanzen und diese Kosten, oder also, damit die nicht jeder die Frage versetzt. Also das ist etwas, also das ist wirklich... Also ja, bei uns ist es ja so, wir müssen ja von unseren Prämien, die wir gewinnen bei Rennen, müssen wir einen bestimmten Prozentsatz abgeben für die Dopingkontrollen. Das müssen auch mein Team, wo es zum Beispiel jährlich, ich glaube, das sind 300.000 oder 400.000 Euro, in das Blutpassprogramm einzahlen, damit das überhaupt zu finanzieren ist. Also eigentlich finanzieren sie die Sportler und die Teams selber ja das ganze Doping-System, um da im Endeffekt dann glaubhafter zu sein. Ja. Ist es dann ein Pool oder wird dann um das Geld im Radsport getestet? Das ist reiner Radsport, würde man sagen, interne Angelegenheit. Und da muss man aber fairerweise sagen, es gibt wahrscheinlich würde uns nicht fünf Sportarten einfallen oder fünf schon, die über so viel finanzielle Mittel im Spiel sind, die man so kann. 100.000 Euro, 200.000 Euro einzahlen, so schenkt immer die überwiegende Mehrzahl der Sportarten. Krebs irgendwo von Level her, wo man sagt, dass die Sportler zuzahlen, dass die Sportler auszuüben, da hätte man nicht davon, dass Sportler davon leben können, geschweige denn mit einem Testpool was einzahlen und Dopingkontrolle zu machen, die über 1.000 Euro kosten. Also, das ist im Radsport, wo Millionen von Euro fließen, weil es eine andere Software, weil es ein Tennis, ein Fußball oder immer ein Skisport, nur kann man sich da relativ rasch aufnehmen. Das waren auch 50 Sportarten in Österreich, jetzt hätten wir vielleicht, was ich das neuen Sportarten beizutreten. Ich würde sagen, wiederum Geld für die Tiere der Fragen bringen. Das sind dann jetzt vielfaches an Geld, für den wir mit dem Radsport, die Radsportlinie dann was unterstrich wieder bleibt für das Team. Und da wird sicherlich nicht so, der Tennissport wird sicherlich nicht so konsequent getestet. Es wird schon getestet, aber es wird nicht ergeben. Okay, ja. Werden wir so. Wir sind Gott sei Dank nicht, wir müssen uns nicht an diesem Diskurs sauber beteiligen, weil der könnte den eventuell und so weiter. Um nicht aus der Schule zu plaudern, die zu laufen, die wir fahren, nicht zahlen können. Also grundsätzlich, dass nichts passiert, mag natürlich, sagen wir mal, nach außen hin zu wirken. Ich möchte jetzt vielleicht ein paar Zahlen sagen, um das besser verständlich zu machen. Wir sagen, Soko Doping hat im Jahre 2009 mit 12 Mann ja, also mit 12 Mann ein Jahr lang ausschließlich mit zusätzlichen Landeskriminalämtern Dopingerhebung gemacht. Wir haben es geschafft innerhalb von einem Jahr, also bis vorgestern waren es 11.000 Seiten an Akten zu produzieren. Immer vorgestern den Aktenabschnitt aufgeholt, das waren weitere 2.600 Seiten. Und dann ist vom Anplasma gekommen, das war vor, also würde ich sagen, so Mitte Dezember, haben wir noch monatelang im Kampf das Recht auf Akteneinsicht bekommen, weil die Staatsanwaltschaft sehr lange auf dem Standpunkt gestanden ist. Wir sind keine Behörde, wir haben keine Parteistellung, wir hätten da auch kein Recht, da reinzuschauen. Gut, das war dann noch monatelang im Kampf eigentlich, oder Kampf, aber bestehende Gesetze, also eine Liste Erlass gegeben und nach der Austria ist eigentlich, wie wir sagen, seit Mitte Dezember, oder von der Fairreise dann seit Beginn des Jahres, auf ungefähr mittlerweile 14.000 Seiten Akten. Die gehören irgendwo, sage ich mal, aufbereitet in einer Art und Weise, wo wir gesagt haben, es ist natürlich nicht sehr günstig, wenn wir jetzt auf irgendeinen Namen stoßen, ohne zu wissen, was 10.000 Seiten weiter hinten steht. Im Anblasen kann man insofern ein bisschen raus,
das ist ja vielleicht ein, das taucht nicht immer das selben Name auf und anderen Arten auf, nur um anders, wir sind in sich geschlossen, eigener Art. Da ist wiederum die Schwierigkeit, was man vielleicht gerne dazu sagen muss, diese 12 Leute von Doping als auch vom Mahnblastmarkt, weil wir vergessen, das war ein Finanzstrafakt, das war also kein sportrechtlicher Akt, sondern das Finanzstraflandesgericht hat nachts jetzt uns gegeben und behandelt ihn auch. Die haben niemals in Richtung sportrechtliche Verfehlungen ermittelt. Da ist es reingegangen, was auch vollkommen klar ist, so Doping, sagen wir vom Bundesministerium beauftragt, zusätzliche Staatsanwälte, die ermitteln nicht in privatrechtlicher Hinsicht. Die ermitteln rein in Richtung Verstöße gegen damals 22a. Und was sie gemacht haben, ist, es bleiben halt bei diesen 10.000 Seiten, bleibt auch was Sportrechtliches hängen. Wenn der Herr Diller, Moosburger, angeklagt ist, dann haben sie halt zwei, drei Sportler gesucht und herausgefunden, naja, den hat auch beliefert und wurden die auch befragt. Das ist der Irrglaube zum einen, dass das Sokodoping jetzt ein Jahr lang nur für uns ermittelt hätte und uns das präsentiert hätte, dieser Druckschluss, den muss man anleiten, wenn man mal aufklären, das war es nicht. Und aus diesen 14.000 Seiten, die unter Umständen in eine ganz andere Richtung gegangen sind, das für uns relevant herauszufiltern, da sage ich mal, gibt man Verständnis, dass es natürlich eine Zeit dauert. Wir haben natürlich einige Fälle schon herausgelöst, sage ich mal, die notwendig waren. Das war der Fall Hoffmann, weil man einfach verhindern wollte, dass der Olympische Spiel teilnimmt und unter Umständen dann später gesperrt wird. Der zweite Fall war der Fall der Bettina Müller-Weißiner. Da war es auch anders, man gesagt hat, dass die nicht einfach unter Umständen hätte, das Limit für die Europameisterschaft bringen sollte. Das heißt, wir wären schon in der Lage dafür, nur setzt das nicht voraus oder birgt die Gefahr, dass wir nachher auf Fakten stoßen, die halt dann irgendwo kontraproduktiv sind. Aber es wird auch Erfolg Kraft, sage ich jetzt einmal, Erfolg Kessler, die werden wirklich zum namentlich notiert und dann aufgearbeitet werden. Also kein Fall irgendwo unter den Tisch gekehrt, das gibt es also zumindest mir bekannt, keine irgendwelche Weisung oder da wieder irgendwas gut gemacht, oder bis jetzt nicht, vielleicht kommt es noch. Ich habe das halt in Zeiten wie diesen, sage ich jetzt einmal, mit diesem Doping, relevanten Zeiten, wo es wirklich etwas ist, was ich auch der Minister ganz gern damit irgendwo profiliert, nicht zu tun, nachfällt, da kann man einfach nichts unter den Tisch kehren. Das wird dann auch. Nur das Eis hätten Sie mehr als 4,5 Liter weiter, dann ist es schneller gehen. Ja. Aber 12.000 Seiten? Ja. Also, nur wenn die Staatsanwälte gefragt, die leitende Staatsanwälte, wie lange sie meint, wie lange sie das so eine Akten aus dem Wahlkampf über 10.000, wie viel sie sich Zeit geben würde, um ein erstes Verfahren zu eröffnen, so ein halbes Jahr. Also, wir haben die ersten Fälle sogar noch ein, zwei Monate gemacht. Die gehen, das sind natürlich die schwierigen Fälle. Christian Hoffmann, oft Olympiasieger oder was immer, ist einfach sensibler und schwieriger zu handhaben als er. Mit Verlaub drittklassiger Radfahrer, von denen man auch genug kann, sagen wir, die dann wahrscheinlich von der Milliardenöffentlichkeit und Interesse oder irgendwo ganz unten sein werden, wenn überhaupt erwähnt werden. Natürlich auch Strafe ist dabei, bei einem Dealer, für einen Sportler, der andere ausgeben hat, der hat natürlich 10 Tagsätze auf 5 Euro gekriegt oder so. Ja, was für uns banal klingt, wenn mir die Richterin gesagt hat, ich frage, naja, 50 Euro. So. Also, wir haben da einen Akt, das sind nur Akten, wo der Familienvater sich nicht niederschlägt, da ist ein Beteiligungen, das war da wirklich. Sehen wir es in der Relation. Und ja, wieder. Die Kiesel-Diskette damals, die ist auch beim Finanzamt gelandet, primär mal. Also, das war lange vor meiner Zeit. Ja, das ist schon mittlerweile verjährt, glaube ich. Das wäre interessant gewesen, weil da waren ja Aufnahmen drauf. Und das ist ja auch sehr verzögert worden. Und letztendlich ist der Herr Kiesel ja nur finanzstrafrechtlich. Das wäre ein Stich ins Westen jetzt gewesen. Also ich sage so lange verjährt, dass es keine Diskettenlaufwerk gibt. Nein, das ist so wie ich vorher eingangs gesagt habe, das ist, was ich mit dem lachenden Auge sehe, dass die Bewusstseinsbildung und auch Bereitschaft, die mit daraus zu tun, schon ganz oben, sage ich mal, jetzt ein ganz anderes ist als vorher. Das kann ich nicht sagen, dass die auch schon in der Vorgängerorganisation in der LEC gearbeitet hat. Auch da hat es niemals eine richtige Weisung gegeben, dass man da vielleicht kontrollieren soll, nur das kann man ja ganz leicht steuern über das Finanzielle. Also wenn ich die Kontrollinstanzen mit den nötigen Ressourcen ausstatte,